Hallo liebe Leute, ich hatte euch ja gefragt, welches Video ihr euch als nächstes wünscht und fast jeder zweite Kommentar hätte gerne ein Movie-Trivia. Und diesen Wunsch, den möchte ich natürlich nachkommen. Ich habe so viel Material gefunden, dass ich in den nächsten Wochen immer mal wieder eins bringen werde, nachdem jetzt so lange wieder keins kam. Nächste Woche vielleicht gerade nicht, denn da gibt es genügend andere Videos. Jetzt geht's aber erstmal los mit 10 coolen Fakten zu Filmen, die keiner kennt. Nee, Quatsch, 10 Fakten, die keiner kennt. Wann immer früher Massenszenen anstanden bei einem Dreh, hatten die Produzenten und Regisseure ein Problem. Denn so ein Laiendarsteller, der kann ganz schön teuer werden. So um die 100 Dollar Engage muss man ihm pro Tag ungefähr zahlen. Und dann muss er ja auch noch essen. Und am besten ist es auch noch irgendwie warm. Vor allen Dingen Monumentalfilme, sowas wie die 10 Gebote, haben ein echtes Problem dann bekommen. Weshalb man in den 70er Jahren einen deutlich billigeren Komparsen entwickelt hat. Für 10 Dollar bekommt man nämlich den aufblasbaren Komparsen. Die sogenannte Inflatable Crowd ist mittlerweile ein gern genutzter Effekt, selbst in aktuellen Filmen, wo man ja im Grunde nur mit Copy und Paste irgendwelche Figuren am Computer ersetzen müsste, ist es immer noch günstiger, aufblasbare Puppen ins Publikum zu setzen. Als aktuelles Beispiel kann man zum Beispiel Iron Man 2 nennen, wo es ja diese Szenen an der Rennstrecke gab. Dort erkennt man sie wahrscheinlich eher nicht, aber jetzt wisst ihr es, dass im Publikum ganz viele aufblasbare Plastikkumpel saßen. Und es geht vielleicht sogar noch günstiger, denn in den 70er Jahren gab es ein Verfahren, das damals die Tricktechnik revolutioniert hatte, nämlich die sogenannten Matte Paintings. Matte Paintings sind im Grunde nichts anderes als große Gemälde oder Aquarelle, die dafür genutzt wurden, um zum Beispiel Panoramaszenen aufzuwerten. Wann immer also in einem Fantasy-Film zum Beispiel eine große Welt zu sehen war, in der zum Beispiel schwebende Inseln oder so gezeigt wurden, dann konnte man die damals ja noch nicht per Computereffekt da hinein kopieren. Deswegen hat man sie einfach gemalt. Weshalb der Effekt mal mehr zu erkennen war, mal auch gar nicht. Und das berühmteste Beispiel, in dem ich zum Beispiel nicht wusste, dass es ein Mad Painting ist, ist das hier. In Das Imperium schlägt zurück kommt gerade der Imperator an und wird von einer Horde von Stormtroopern empfangen. Und die sind alle gemalt, wie man hier an diesem Beispiel erkennen kann. Wieder so ein Effekt, den ich nicht erkannt hatte, der aber mittlerweile nicht mehr benutzt wird, weil CGI-Effekte einfach das Ganze ersetzt haben. Und was CGI-Effekte alles machen und wozu sie alles missbraucht werden, das sieht man in diesem Beispiel auf besonders skurrile Art und Weise im aktuellen Kinodesaster 50 Shades of Grey, der ja zwar leider an der Kinokasse funktioniert, aber inhaltlich eine absolute Katastrophe ist. Da wurde sogar auch CGI eingefügt. Und zwar in den Sexszenen. Tatsächlich haben die Darsteller, um nicht gegenseitig ihren Pipi und ihre Mumu aneinander zu reiben, haben sie da so Latexprotektoren drüber bekommen. Und damit das Ganze aber trotzdem noch echt aussieht, haben sie hinterher per CGI die Schamhaare an diese Stellen reinkopiert. Ich habe euch Anfang des Jahres ja schon gesagt, was mein meist erwarteter Film dieses Jahres ist, nämlich Mad Max 4. Viele von euch werden aber wahrscheinlich die alte Serie gar nicht kennen, die tatsächlich in den 80er Jahren Mel Gibson berühmt gemacht hat. Das hier ist sein allererster Filmauftritt in diesem australischen Klassiker gewesen, der, so wie ich jetzt erfahren habe bei der Recherche, tatsächlich Saw inspiriert hat. Die Macher haben damals nämlich diese Szene gesehen. Am Ende des Films nimmt Mad Max seinen großen Kontrahenten fest und kettet ihn an einem brennenden Auto mit einer Handschelle fest. Dann gibt er ihm eine Säge und sagt, entweder du nutzt die Zeit, die du jetzt noch hast, bis das Auto explodiert, um die Handschelle durchzusägen, was wahrscheinlich eher nicht klappen wird, oder du sägst dir das Bein ab. Und diese Szene hat den Drehbuchautor von Saw so beeindruckt, dass er da eine ganze Filmreihe draus gestrickt hat. Kommen wir wieder zu einem der vielen, vielen Easter Eggs, die in Disney-Filmen versteckt sind und auch in Pixar-Filmen. Dort gibt es nämlich den sogenannten Pixar Truck, so wie er von Fans genannt wird. Das ist nichts anderes als ein kleiner Lieferwagen von Pizza Planet, der das allererste Mal in Toy Story aufgetaucht ist. Und seitdem versteckt ihn Pixar in fast jedem Film, den sie bisher gemacht haben. Ob jetzt in Die Monster AG oder in Das große Krabbeln oder in Findet Nemo und sogar in Filmen, wo man es gar nicht erwarten würde, wie zum Beispiel Wall-E oder hier in Brave, wo eigentlich gar keine Autos vorkommen dürften. Wer aber mal genau hinguckt, der erkennt das kleine Ding. Sehr schönes Easter Egg, ich mag ja solche Sachen.
Der Lego-Film war letztes Jahr ein großer Erfolg und wird wahrscheinlich auch einen zweiten Teil nach sich ziehen. Was ihn unter anderem so gut gemacht hat, ist die Detailliebe der Macher, die wahrscheinlich vielen von euch aber gar nicht aufgefallen sein dürfte. Zum Beispiel wirken sämtliche Figuren und Bausteine im Film leicht abgenutzt, so als hätte ein Kind mit ihm schon ein bisschen umhergespielt. Tatsächlich sieht man, wenn man genau hinguckt, auf einigen Figuren und Elementen auch Fingerabdrücke. Und das hier ist tatsächlich ein sehr cleverer Joke. Bei diesem Weltraumpiloten ist der Helm gebrochen. Wo ich mich im Film noch dachte, warum das denn jetzt, habe ich hinterher erfahren, dass bei der Space-Serie, die in den 80er Jahren bei Lego gerade rauskam, diese Figuren dafür berüchtigt waren, dass der Helm immer genau an dieser Stelle gebrochen ist, wenn man damit zu viel gespielt hat. Das ist ja wohl mal Nerdtum der allerhöchsten Stufe, wenn man sowas noch beachtet, oder? Und auch Quentin Tarantino ist ja dafür bekannt, dass er immer wieder kleine Easter Eggs und versteckte Details in seine Filme einbringt. Hier zum Beispiel in Kill Bill. In der Szene, als diese beiden hier aufeinandertreffen, reizt Oren Ishii die Braut nochmal vorher und sagt, du wirst keine 5 Minuten durchhalten in diesem Kampf. Tatsächlich dauert der darauffolgende Kampf genau 4 Minuten und 59 Sekunden, bis die Braut Oren Ishii besiegt hat. Jetzt mal davon abgesehen, dass dieser Film hier, Resident Evil Apocalypse, der absolut katastrophalste der gesamten Reihe ist, habe ich nie verstanden, warum dieser Film nicht mit dem Namen des Hauptbösewichts kokettiert hat. Nemesis ist ja schon in den Videospielen in Teil 3 ein großer Urbösewicht gewesen, der uns Videospielfans durchaus bekannt sein dürfte. Deswegen wäre der Werbeeffekt mit seinem Namen ja nicht unerheblich gewesen, oder? Warum hieß der Film also nicht Nemesis, sondern Apocalypse? Jetzt habe ich herausgefunden, der Film hieß tatsächlich in der Entstehungsphase Resident Evil Nemesis, wurde aber umbenannt, weil die Produzenten Angst hatten, dass ihr Film mit dem 2 Jahre zuvor erschienenen Star Trek Nemesis verwechselt werden könnte. Und natürlich berechtigt, wir Videospielfans sind natürlich viel zu dumm, Resident Evil und Star Trek auseinanderzuhalten. Habt ihr euch mal gefragt, warum sich der Ring der Macht in der Herr-der-Ringe-Trilogie so physikalisch unkorrekt verhalten hat? Wenn er zum Beispiel wie in dieser Szene zu Boden fällt, dann hätte er doch eigentlich vom Boden wieder abspringen müssen, oder? Tatsächlich wollte Peter Jackson dem Ring der Macht eine gewisse Gewichtigkeit geben, sodass es sich anfühlt, dass die Macht in diesem Ring eine gewisse Schwere hervorruft. Und diesen Effekt haben sie so erzeugt, dass im Ring kleine Magneten angebracht wurden und im Boden kleine Magnete angebracht wurden, sodass dieser Ring nicht mehr nach oben gesprungen ist. Und abschließend noch eine Trivia für alle Alien-Fans. Letztes Jahr habe ich euch ja das Spiel Alien Isolation vorgestellt und darin spielt ihr ja Amanda Ripley, die Tochter von Ellen Ripley. Auch im Film konnte man Amanda Ripley schon mal sehen, nämlich in Alien 2, allerdings nur in der Special Edition. Dort gab es eine herausgeschnittene Szene, in der Ripley auf einer Weltraumstation sitzt und mit der Nachricht konfrontiert wird, dass ihre Tochter leider verstorben sei. Dann zeigt man ihr ein Bild von Amanda Ripley, die im Alter von 66 Jahren dahingeschieden ist. Kleines Trivia nebenbei. Auf dem Bild ist tatsächlich die Mutter von Sigourney Weaver zu sehen, also der Darstellerin von Ellen Ripley. Das ist doch mal völlig verdreht, oder? So, damit sind wir wieder am Ende von 10 interessanten Fakten, die ihr hoffentlich alle noch nicht kanntet. Wie gesagt, in den folgenden Wochen möchte ich gerne mehr davon machen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß damit, nochmal bei den Szenen zu pausieren und zurückzuspulen und vielleicht euch auch nochmal alte Folgen anzugucken. Ich habe ja jetzt bestimmt 10, 12 Movie-Trivias gemacht.